Zivilcourage setzt sich zusammen aus dem lateinischen Wort civis, das heißt der Bürger, und dem französischen Wort courage, das heißt Mut. Zivilcourage bezeichnet also Bürgermut oder auch Sozialmut. Zivilcourage bedeutet, sich für andere Menschen, für Toleranz und Respekt einzusetzen. Für mehr Respekt in unserer Gesellschaft ist es wichtig, höflich miteinander umzugehen und andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Respekt, das meint ein tolerantes und ehrliches Verhalten gegenüber anderen und das Einhalten sozialer Regeln. Werden diese Regeln missachtet, ist Zivilcourage gefordert. Bei körperlichen Angriffen, bei Mobbing oder sozialer Ungerechtigkeit. Zivilcourage ist es auch, wenn man sich gegen Unrecht in einem Staat wehrt. Es erfordert Bürgermut, sich von der Macht der Stärkeren nicht einschüchtern zu lassen, obwohl es gefährlich oder zumindest unangenehm werden kann.